Brava, Kage. Schickt euren besten Krieger! Danke, dass du zum Buchstück. Hier bin ich! Ascha Yamchok, Gürtel! Kartin Salatlatwe! Ein goldener Vogel. Das heißt, sie kennen jedes Geheimnis dieser Insel. Wohin er wohl fliegt? Wollt ihr euch den anderen anschließen? Was meint ihr? Ich hörte, in der Präfektur Asamo sammelt sich eine kleine Widerstandsgruppe. Auch andere wehren sich gegen die Mongolen? Tapfer. Aber gefährlich ohne Training. Ich suche sie. Ich verschwinde von Tsushima. Wartet ab. So braucht ihr irgendwas, mein Herr. Und irgendwie schafft ihr es. Fürst Sakai, ihr habt die Invasion überlebt? Ja. Haben wir uns schon mal getroffen? Nein, mein Herr. Doch ich sah euch in die Schlacht reiten. Bitte nehmt dieses Geschenk an. Es heißt, wenn ihr das tragt, führt euch eine Seele zu allem, was ihr sucht. Klingt, als hättet ihr dafür auch selbst Gebrauch. Nicht, wo Mongolen durchs Land streifen. Doch falls sie euch zu Blumen führt, bringt sie mir. Oder anderen Händlern. Wir können daraus Farben herstellen. Ich werde daran denken.
Danke. Geht unter den Schutz der Ich wäre euch gern zu Diensten. Wenn ihr Felle übrig habt, hätte ich im Gegenzug etwas für euch. Bis zum nächsten Mal, mein Herr. Das Anwesen des Adachi-Clans. Fürstin Masako müsste hier sein. Fürstin Masako, Krieger des Adachi-Clans! Ist jemand hier? Was hier passiert ist. Falls jemand überlebt hat, ist er vielleicht zu Pferd geflohen. Ich schaue in den Ställen nach. Spuren eines Kampfes. Leere Ställe. Jemand nahm die Pferde mit. Das Blut ist trocken. Hufspuren. Jemand ist von hier geflohen. Es gibt eine Spur. Fußspuren. Der Reiter wurde verfolgt. Bogenschützen haben den Reiter gejagt. Der Reiter war geschickt. Er wusste, wie man Pfeilen ausweicht. Ein totes Pferd. Das Pferd gehörte dem Adachi-Clan. Seit Tagen tot. Fürstin Masako, ich bin's. Jin Sakai. Es hieß, kein Samurai sei aus Komoda entkommen. Mein Ehemann. Fürst Adachi starb den Tod eines Kriegers. Für unsere Heimat.
Unsere Heimat. Warum seid ihr hier? Der Mongolenkhan hat Fürst Shimura gefangen genommen. Wenn euer Clan mir hilft, können wir meinen Onkel retten und eure Männer rächen. Der Adachi-Clan ist tot. Massakriert von unseren eigenen Leuten. Verräter. Warum töten sie die, die schworen, sie zu beschützen? Das werde ich herausfinden. Ich begleite euch. Nein, stellt eure Belange nicht zurück für meine. Die Familie der Samurai sind meine Belange. Ich weiß, was es heißt, der Letzte seines Clans zu sein. Ich will nicht für euren Tod verantwortlich sein. Werdet ihr nicht. Kommt mit mir. Los jetzt, Kage! Ich habe Feinde bekämpft. Sie wollten beenden, was sie begonnen hatten. In der Nacht, als mein Mann und meine Söhne zum Kampf gegen die Mongolen aufbrachen, kamen Attentäter zu unserem Haus. Meine Schwester nahm die Kinder und floh. Ich blieb bei den Frauen meiner Söhne und kämpfte gegen die Angreifer. Es waren zu viele. Und dann war nur noch ich übrig. So endete es auch für mich in Komoda. Für mich war es nicht vorbei. Ich habe sie hier begraben. Mit dem Rest unserer Familie. Ich habe versucht, sie zu retten. Aber die Mörder erwischten sie auf der Straße. Und brachten sie um. Meine Schwester. Meine Enkelkinder. Sogar die kleine Natsu. Sie war gerade erst geboren. Ich konnte sie nur noch neben ihrer Mutter begraben. Das hätte nie passieren dürfen. Meine Schwester hätte mit ihrem Gemahl im Norden begraben werden sollen. Wenigstens ist sie bei ihrer Familie. Kommt. Wir reiten zum goldenen Tempel. Hier. Und ihr musstet das alleine tragen. Ich bin nicht allein. Die Mörder sind am Leben. Sie werden für ihre Taten bezahlen. Jede Sekunde, die diese Mörder frei rumlaufen, macht mir Schande. Sucht die Schuld nicht bei euch. Aber es ist meine Pflicht, sie dafür zu bestrafen. Ihr werdet ohne mich reingehen müssen. Findet den Mönch namens Sogen und erzählt ihm vom Schicksal des Adachi-Clans. Was habt ihr vor, Fürstin Masako? Ich bin eine trauernde Witwe. Wenn ihr mit Sogen gesprochen habt, sucht die Rüstungsschmiedin. Sie repariert etwas für mich. Ich möchte, dass ihr es nehmt. Das werde ich tun. Danke. Ich warte auf der anderen Seite des Tempels. Fürst Sakai, es ist mir eine Ehre. Habt ihr hier das Sagen? Ich betrachte mich mehr als ein Diener, mein Herr. Bitte, nennt mich Junshin.
Ich machte diesen Tempel zur Zuflucht für unser Volk. Ich werde es weitersagen. Wenn sie die Reise nicht schaffen, gibt es bei Ariake auch Lager. Ich versorge sie mit so viel Essen, wie ich kann. Gut zu wissen. Ich suche einen eurer Mönchsbrüder. Einen Mann namens Sogen. Ich glaube, er fegt die Tempelterrasse. Hab Dank, Yunshin. Setzt euer gutes Werk fort. Hier ist nirgends ein Tropfen Sake zu finden. Jetzt höre ich, ein Händler verkaufe ganze Wagen voll an die Mongolen. Seid ihr Sogen? Das bin ich. Ich bin Sakai. Ein Samurai? Lebend. Ich habe Nachricht von Fürstin Masako. Der Adachi-Clan wurde angegriffen. Sie ist die einzige Überlebende. Die Mongolen. Verräter. Aus unseren Reihen. Wie furchtbar. Hat jemand Verdächtiges den Tempel passiert? Bewaffnete Männer? Ich selbst habe nichts gesehen. Allerdings bin ich auch sehr beschäftigt. Bitte sagt Fürstin Masako, sie kann hier gern Zuflucht suchen. Danke für eure Zeit. Natürlich. Ich ertrage das nicht mehr. Ich muss die Rüstungsschmiedin finden. Mein Herr, ihr seid hier. Ist das für Sakai? Sucht ihr ebenfalls nach Shigenoris Himmelsschlag, mein Herr? Diese Technik ist nur ein Mythos. Der Musikant Yamato aus dem Mythos ist echt. Überrascht mich nicht. Seine Geschichten werden mit Begeisterung erzählt. Ich hörte an Komatsus Schmiede davon. Wenn er so mächtig ist, wie man behauptet, begegnet ihr dieser Technik hoffentlich nie im Kampf. Sitzt eure Rüstung, mein Herr. Fürstin Masako schickt mich. Sie meinte, ihr repariert etwas, was sie mir geben wollte. Die Rüstung. Eines der schönsten Stücke, an dem ich je arbeitete. Ich hole sie. Sitzt wie angegossen, mein Herr. Die Qualität ist unvergleichlich. Sie wird euch gut dienen. Doch falls ihr Änderungswünsche habt, sagt einfach Bescheid. Ich brauche nur die nötigen Materialien. Danke. Euer Schutz ist meine Pflicht. Ihr benötigt mehr für diese Verbesserungen. Ihr habt meinen Dank. Wir beten für eure Sicherheit, mein Herr. Niemand weiß, dass ich eine Route nach Tsushima wahr zu sein. Das ist das Risiko wert. Das seid ihr bevor. Ihr habt die Rüstung. Sie sitzt gut. Sie gehörte meinem Ältesten, Shigesato. Es ist mir eine Ehre. Ich sprach mit dem Mönch. Was hat Sogen gesagt? Er bietet euch Zuflucht im Tempel. Damit die Mörder meiner Familie wissen, wo ich bin. Wir müssen weiter. Ihr glaubt, Sogen steckt hinter dem Massaker? Er kam kurz vor den Attentätern in mein Haus. Die kleine Ratte war ihr Späher. Das ist kein Beweis für seine Schuld. Nein, aber Grund, ihn zu verdächtigen. Sogen kam zu Beginn des Herbstes. Aus Kamiagata. Als wir von den Invasionsplänen der Mongolen erfuhren. Der Plan zur Vernichtung meines Clans erforderte Präzision. Planung. Und einen Krieg, um den Verrat zu tarnen. Wo ist dieser Mensch? Das ist Sogen. Er hat es eilig. Folgen wir dem Wolf zu seinem Bau. Ich weiß nicht. Bitte, wir sind so hungrig. Wir leiden nicht noch. Hier können wir hinunter. Aber wir haben seit Tagen nichts gegessen.
Ich sollte dem Mönch bloß Angst einjagen. Ich wusste, er verliert seine Ruhe. Macht einen Fehler. Jetzt führt er uns zu seinen Freunden. Bleibt in der Nähe. Man darf uns nicht sehen. Ob mich wohl jemand gesehen hat? Deckung. Hat er uns gesehen? Ich glaube nicht. Er geht weiter. Gehen wir. Versteckt euch. Gehen wir näher ran. Masako lebt. Sie hat einen Samurai bei sich. Er hat sicher die Männer beim Haus getötet. Ihr Narren, jetzt wissen Sie, dass ich beteiligt bin. Ihr müsst sie finden. Mäßigt eure Stimme. Ich gehe rein. Kommt erst wieder, wenn sie tot sind. Diese Männer töteten meine Familie. Verschont den Mönch. Der Rest kann sterben. Zieht eure Klingen! Go!
Sorgen ist reingegangen. Gehen wir.